Mein gesamtes Leben lang standen meine Türen offen. Für meine Familie und Freunde. Für meine Kinder und Enkelkinder. Man sagt, Kinder sind etwas Wunderbares. Eine Bereicherung, Freude und Liebe. Ein unerschöpflicher Wert, der sich nicht in Zahlen bemessen lässt. Ein Wert, der sich täglich vervielfältigt. Mein gesamtes Leben lang standen meine Türen offen. Für meine Familie und Freunde. Für meine Kinder und Enkelkinder. Mein gesamtes Leben. Bis jetzt. Echte Kontrolle über Ihre Haustüre. Mit dem programmierbaren Schlüsselsystem Click Go. Ein Service von Open Secure. Den Sicherheitsprofis auf der Theaterstraße in Aachen. Tower. Tower und? Hybrid. Ob du nachher, wenn du wechselst, ob du in dieser Konstellation, dass du einen zweiten Sechser ranbringst und du hast hier den Uli. Und die haben schon in dem einen oder anderen Spiel gegen Dreierkette auch selber mit einer Dreierkette gespielt. Deshalb ist das nicht so abwegig. Was meinst du, Lofi? Ich glaube, dass sie so spielen. 4-3-3? 6, 7, 14. So, dann bleiben. Boba, Cissé sind da natürlich alles in den Verteidigern. Ne? 5 Minuten, kurze Ansprache. Mhm. 10 vor gehen wir raus, ne? Ja, 20 vor bin ich fertig. Hab nicht viel zu sagen. Die Jungs wissen, worum es geht. So, Freunde, auf geht's. So. Ich habe das gerade schon gesagt, auch zu Gabi und Laufi. Ich glaube, heute bedarf es keiner großen Ansprache. Das sage ich zwar relativ oft hier zu Hause, aber ihr wisst selber die Konstellation. Für viele ist es das letzte Spiel hier am Tivoli, auch in der Gemeinschaft, das letzte Heimspiel. Ihr habt, glaube ich, letztes Jahr mit dem Klassenerhalt, viele waren dabei, Riesiges geleistet, gerade in dem letzten halben Jahr, um den Verein auch hier weiter in der Spur zu halten. Und heute kommen 11.000. die euch einfach noch mal sehen wollen, ja? Die euch abfeiern werden, die euch das ganze Jahr unterstützt, all die Jahre unterstützt haben. Und dementsprechend wollen wir gemeinsam mit einem guten Gefühl heute, ja, diese Saison zu Hause beenden. Das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man aus dem Tunnel rauskommt. Man schaut nach rechts und einfach, ja, eine immense Power. Und wenn man dann diese schwarz-gelbe Wand sieht, dann weiß man, okay, wir haben heute wieder Unterstützung. Wir haben heute den 12. Mann wieder auf unserer Seite. Und das ist einfach dann auch für das eigene Gefühl nochmal positiv. Man fühlt sich bestärkt. Man ist vielleicht auch etwas selbstbewusster, sodass man dann auch erklären kann, warum zu Hause einfach oftmals bessere Ergebnisse zustande kommen als auswärts. Und mich beflügelt das, mich motiviert das. Spiele, die herkommen und sehen, was unsere Fans hier bewerkstelligen, das lockt Spieler auch an, die das hier sehen. Und ich habe ja doch einiges jetzt an Gesprächen gehabt mit Beratern, mit Spielern. Wenn du da alleine Szenen von zeigst, dann kriegen die Spieler Gänsehaut und sagen, das ist schon etwas, das kann man sich toll vorstellen, vor diesen Fans spielen zu dürfen. Und das ist eine Ehre, das muss man auch so sehen. Und wenn Spieler es so aufnehmen, habe ich immer das Gefühl, dass das schon der Richtige sein kann für uns. Wenn
wenn man jetzt bedenkt, dass Alemannia selbst nach 10 Jahren Viertklassigkeit immer noch 5-stellige Zuschauerzahlen auf die Beine stellt. Ja, das sucht schon seinesgleichen in Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt. Diese Region, so ein Verein wie Alemannia, das gibt es nicht oft, diese Emotionen. Das gibt es bei einer Handvoll Vereinen vielleicht noch in ganz Deutschland. Und ich glaube, das ist das, woraus wir unsere Kraft ziehen müssen, wo wir schauen müssen, dass wir da diese Energie bündeln, auch wieder das zusammen haben und zusammen dann einfach diesen Schritt nach vorne machen. Und das können wir mit dieser Energie schaffen. Loading, loading, strapped with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep bowling, rolling. They don't wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These vibes here are golden, golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club. Eine Minute, komm, Seitenwechsel, Tempo hoch. Ja, die ersten Berührungspunkte hatte ich eigentlich als Trainer von Euskirchen und Walheim, wo ich oft gegen die Jugendmannschaften von Alemannia Aachen dann gespielt habe. Aber auch das ein oder andere Mal den alten Tivoli dann mit der jeweiligen Mannschaft besucht, den ein oder anderen Zweitligaspiel noch erlebt und den letzten Berührungspunkt dann, bevor ich hier anfangen durfte, war eigentlich bei Bergisch Gladbach, wo ich ein Bild des Stadions, des neuen Tivolis mit ganz, ganz vielen Zuschauern ausgedruckt habe, jedem auf seinen Heimtrainingsplan quasi draufgedruckt habe und wir hatten das große Ziel dann, mit Bergisch Gladbach aufzusteigen und hier einmal am Tivoli zu spielen. Und das ist uns gelungen. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich auf der anderen Seite stehe und den geilsten Regionalligisten Deutschlands jetzt trainieren darf. Also hier quasi rein, erster Kontakt nach innen, auf Marco und dann weg. Ja? Entweder mit rechts aufblocken oder mit links offen und dann weg. Okay? Oh! Alles klar? Ja. Okay, den linken müssen wir noch ein bisschen trainieren, ne, Alex? Dann. Das hat mir jetzt gerade nicht gefallen. Wasser ist immer wichtig. Sehr wichtig. Marco, grüß dich. Also, sag ja jetzt, dass du jetzt schon besser bist als er hier. Wohin? Hüfte rundum bitte und Unterrücken. Mhm. Ja. Ja, wie hier? Ja. Unter die Knie bitte. So, jetzt wird mal. Wir gucken mal alle zusammen auf die Uhr. Was ist denn? 45, mal sehen, wie lange er hat behandelt. Pass auf, ich kann dir meine Stempeluhr zeigen. Ich darf nicht länger Ich hab Schmerzen. Links oder rechts? Ich glaube, links geht gar nichts mehr. Flanken? Oh, fühlt sich das gut an. Tommy, macht er das richtig? Ich hoffe schon. Bei dir fühle ich mich ein bisschen ragend. Torte immer auch echt anstrengend. Waren Sie mal so, der kann sich gar noch was? Konzentrieren. Ja, ja, ja. Hans, ja, 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 hier machen wir eigentlich nur Lockerungsmassage an der Muskulatur, halt um die Jungs ein bisschen frisch zu kriegen. Jetzt hier während der Trainingswoche kann jeder sich auch immer eintragen. Wir haben hier die Namen hier hinter alle. Jeder kann sich hier den Termin hinten eintragen und das ist dann ein fester Termin. Dann kommen die hier hin nach dem Duschen, sagen ihre Probleme. Jetzt hier beim Schwanek sozusagen ist es. Entschuldigung, sein Spitzname. Er hat halt Probleme im rechten Oberschenkel. Behandeln wir den rechten Oberschenkel ein bisschen durch. Hat dann leichtes, Muskelprellung hier gekriegt vom letzten Spiel. Und versuchen wir so ein bisschen zu lösen, durch Blutungsfördernd halt das Ganze ein bisschen zu machen, um die Muskulatur zu lockern. Ich bin jetzt hier 10 Jahre. Ich habe hier angefangen in der Jugend zuerst und bin dann hinterher in den Profibereich gewechselt und jetzt unterstütze meine Jugend mit und halt hier nimmt die meiste Zeit in Anspruch.
mein Schatz. Hier tut's am meisten weh. Wir sind zwei Mann, also wir machen das zu zweit. Sonst ist das in dem Aufwand auch nicht zu machen, halt weil wir unter Vollprofi-Bedingungen trainieren. Vormittags, nachmittags und halt die ganze Koordination der Termine, Physiotermine, jetzt Arzttermine, plus uns auch noch mit den Ärzten treffen, also das ist schon ein großer Aufwand. Und auch mit den Jungs immer alles absprechen, wenn zum Beispiel wie im Fall Lars Özwein, der dann in Karlsruhe auch operiert wird, das alles abzusprechen, wie da die weitere Behandlung ist, reha-technisch dann zu Hause vonstatten geht. Ich bin jetzt hier bei 23 Jahren. Wow, okay. Du hast alles schon mal miterlebt. Ja, leider. Mehrmals runter als rauf. Genau. Wenn müssen wir entweder heute nach dem Spiel das Ganze machen, ja, oder morgen, wie gesagt, vorher, und dann lassen wir alle unterschreiben, die halt einfach da sind. Morgen nicht, das sind, ich glaube, welcher da am 11 Uhr trainieren. Ja, genau, richtig. Dann müssen wir es da im Endeffekt ja, so machen und dann... Ich habe hier, ja, tatsächlich in meiner Jugend habe ich hier auch ein bisschen Zeit verbracht. Ich habe hier, ich glaube, so knapp 2 Jahre gespielt. Damals zu Zeiten von, wenn man so einen Bekannten, glaube ich, davon nennen darf, ist Thorsten Frings. Der hat hier auch in der A-Jugend mitgekickt. Der war ein wirklich guter Fußballer. Ich im Gegensatz war nur schnell und ausdauernd, aber fußballerisch nicht wirklich so talentiert. Und bin dann danach aber schnell aus dem Fußball wieder rausgegangen, also als Spieler, und bin dann frühzeitig in die Trainerschiene gegangen. Große Mahlzeit. Welche ist das denn? Ja, ganz hinten, oder was? Ich habe ja die Funktion des Geschäftsführers wie auch des Sportdirektors und muss sagen, es ist zum einen natürlich eine Riesenaufgabe, beides miteinander zu verbinden, weil es fordert doch sehr, sehr viel Zeit. Muss auch dazu sagen, dass mich beides interessiert. Der Vorteil ist natürlich, dass ich selbst als Trainer früher gearbeitet habe und aus dem Sportbereich komme, aber auch Kaufmann bin, also auch da sehr viel Interesse dran habe. Ja, wir haben ja nur die eventuelle Möglichkeit, da haben wir jetzt drüber gesprochen gehabt, dass wir vielleicht... Angefangen habe ich tatsächlich als Empfangssekretärin, das war, glaube ich, die offizielle Ausschreibung damals. Habe dann nach recht kurzer Zeit festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, da in diese Nische mit einsteigen zu können. Organisation, Spielbetrieb und schon früh auch die Abwicklung von Arbeitsunfällen. Und so hat es angefangen. Und dann stand eines Tages ein Herr in einem dunkelblauen Anzug am Empfangstresen und sagte, mein Name ist Jörg Schmadtke, ich komme jetzt öfter. Und einige Wochen, nachdem er angefangen hatte, wurde ich gefragt, ob ich für ihn als Assistentin sportliche Leitung arbeiten wollte. Und habe das nach kurzer Bedenkzeit sehr gerne gemacht. Und das wurde dann eben mehr und mehr die Aufgabe, sich um die erste Mannschaft zu kümmern. Also Vertragswesen, Spielberechtigungen, Reiseorganisation, die Ausrüstung organisieren, solche Dinge. Und nach 1,5-2 Jahren sowas bin ich dann in die Rolle der Teamkoordinatorin gerutscht. Weil ich eine Frau war, nannte man das nicht Teammanager, sondern Teamkoordinatorin. Und war dann von dem Tag an bis 2008, 2009 in der Funktion zusätzlich unterwegs. Ganz wichtige Aufgabe, ganz kurz, ist dringend. Dass du die einzeln auseinanderreißt und dass dann quasi die zwei Düsseldorf-2-Karten hintereinander jetzt, sind. Ja. Ja, und das halt bei allen Sponsoren und die dann auch wieder in den richtigen Raum starten. Ich muss nur die Reihenfolge ändern. Das ist immer... Ich geh mal gucken. Wir sehen geh mal, mal gucken und sehen, wollen wir... Das Dusche aber in den Weg. Ja, genau. Danke dir. Ach, danke dir. Bei Heimspielen ist vorab auch noch viel an Organisatorisches, was man machen muss. Also mit der Stadionregie viel im Austausch sein, was da eingeblendet werden muss, wann was eingeblendet werden muss. Dann
einfach Vorbereitungen für die Presseleute, die kommen, die ganzen Pressevertreter, Akkreditierungen ausstellen. Und sonst ist das viel Social Media vorab machen. Eine mehr, nicht weniger. Ich weiß, es ist ausverkauft, aber das wirst du für mich hinkriegen, gehe ich mal von aus. Ne? Eine Kartoffelchen mehr. Ne? Das wären dann fünf, die ich alle an der Geschäftsstelle abhole. Okay, und die zwei Karten, Peters und Rosemeier, dann bei dir, wenn ihr unten am Foyer steht. Ganz, ganz tollen Abend heute, wünsche ich uns ein. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 2,5 Stunden bis zum Spiel. Das heißt, die Vorfreude steigt gerade auf jeden Fall. Und ja, was will man mehr? Endlich wieder Tivoli. Spieltagsvorbereitung, die ist sehr umfangreich. Es geht von Tischaufsteller vorbereiten für die einzelnen Tische im Businessbereich. Diese danach natürlich auch aufstellen, bis der ganze Kartendruck für den Businessbereich, VIP-Tickets. Wir haben ja einmal den Logenbereich und den Businessbereich. Und genau, wir kümmern uns einfach darum, das Ganze abzuwickeln. Wir brauchen keine Zehner, keine Brüns. Denn wir kaufen alle Spieler bei Marüns. Und wenn wir auch verlieren, nur das eine bleibt bestehen. Alle Mann, ja, Aachen wird sich untergehen. H1, das bleibt bestehen. Alle Mann, ja, Aachen wird sich untergehen. Das gibt wieder eine große, große Choreo, nicht die erste, die sie in dieser Saison präsentieren. Und sie ist nicht weniger spektakulär als die, die wir hier schon gesehen haben. Was ein Pass. Ramay, Samet Ramay. Und dann ist das 1:0 und Klusmann mit dem Riesenbock. Und hier die Mause. Muss ich noch irgendwas sagen? Die Mausesause. Sie geht mal wieder in die allernächste Runde. Und dann noch ein bisschen Uno oder Mormon zwischendrin gespielt. Deswegen muss jetzt der Klusmann aufpassen. Latte. Und dabei wäre er beinahe wieder gewesen, der Jannik Mause. So, Halbzeit, was musst du jetzt machen? In der Halbzeit schon posten, da bin ich heute ein bisschen spät dran. Weil wir hier in der Halbzeit auch eine Aktion hatten, um die ich mich kümmern musste. Und die ganze Zeit angerufen werde. Das Internet funktioniert nicht, mein Laptop ist leer, also funktioniert alles perfekt gerade. Vorm Tor. Da hätte ich nichts gegen und da kriegen wir direkt eine. Mit vereinten Kräften.
treffen. Und es macht den Anschein, als wäre die Fortuna jetzt gleich mal dran zu treffen. Niemetz, Jonen. Jetzt vielleicht der Ausgleich. Jetzt vielleicht. Nee, da ist wieder ein Marcel Jonen im Weg. Super gemacht von Jonas Niemetz. Drüben ist Marcinek. Mansfeld, der braucht zu lange. Mansfeld, Jonen, Marcinek, wieder Jonen. Die One-Man-Army im Tor der Alemannia verhindert den Ausgleich. Mit diesem Freistoß die junge Fortuna zu belohnen. Für eine starke zweite Halbzeit und wieder fliegt der Jonen. Der sammelt hier 4 Fliegermeilen, so häufig wie der durch die Luft springt. Mit diesen dann 13 Partien. Gibt es sein erstes Saisontor, das erste Tor der Fortuna in dieser Partie. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Tom Gerkens. Gerkens. Nee, den haut er drüber. Und die feiern das schon wie den Sieg. Und das war's. Alemannia Aachen erkämpft sich ein 1:0. Fortuna Düsseldorf. Der Back ist neuer. Ich glaube, wir wissen alle, dass Jon gerade am Ende uns richtig gut im Spiel gehalten hat. Wir werden uns steigern, wir müssen uns steigern. Aber wichtig ist, dass wir gut gestartet sind, ja, ergebnistechnisch. Aller Anfang ist schwer, 2 Tage frei. Geht zu den Fans. Es war auch der Dosenknacker, sage ich mal, auch von meiner persönlichen Karriere. Und dieses Spiel, ja, hat mich nicht nur durch meine Leistung, auch allgemein von der Mannschaft uns in Rampenlicht geschossen. Auch damals noch in die Tabellenkonstellation, wie es damals noch war, vor einem halben Jahr. Aber dieses Spiel, ja, war schon sehr schön. Ich schaue mir auch manchmal noch die Highlights an, da kriegt sie ja auch zu viel. Jeden Morgen beim Frühstück. Aber ja, so ungefähr, ja. Nee, aber das sind halt so Szenarien, die man niemals vergessen wird. Ich muss gerade erst mal durchatmen, weil ich gerade noch von sehr vielen Fans kam. Das Spiel, ja, für einen Torwart, es kann so und so in den Richtung laufen. Zum Guten für uns. Für mich heißt es Gas geben. Also im Spiel sowohl als auch im Training. Sodass eigentlich gar keine Fragen aufkommen konnten. Mittlerweile sehe ich mich schon als der vorangeht, weil ich so eine Rolle schätze und mag. Vor allem brauche ich dieses Selbstbewusstsein auch auf dem Platz. Es bringt nichts, wenn du vor 10.000 oder 12.000 bei uns im Stadion spielst und dann ja, ein Larifari-Typ bist. Du brauchst wirklich auch jetzt nicht nur als 20-Jähriger, aber im kompletten Alter, wie soll ich sagen, ja, einen großen Mut und den denke ich, den habe ich. Marcel ist ein sehr, sehr guter Torhüter für sein Alter. Kommt hier aus der Region, identifiziert sich total mit diesem Verein. Glaube ich, hat gerade in der Rückrunde auch sehr häufig seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Und ich glaube, das ist auch ein Junge mit Perspektive. Ich glaube, das ist ein Torhüter, der auch in Zukunft auch noch 1-2 Ligen höher spielen kann, der ein gesundes Selbstvertrauen hat, auch wenn man das ein oder andere nicht funktioniert, was wir auch schon auf dem Tivoli erlebt haben, der das schnell abschütteln kann, der immer nach vorne blickt, der fußballerisch sehr, sehr gut ausgebildet ist. Und ich bin froh, dass Marcel bei uns ist und auch in den nächsten Jahren oder erstmal im nächsten Jahr auch den Weg mit der Alemannia mitgehen wird. Ich schreibe halt Montag die Klausur und da fehlt mir noch so das eine Kapitel jetzt und deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen lernen. Wir sind hier auf der Sponsorenfahrt zur Fortuna, beziehungsweise Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen. Wir sind mit den Sponsoren unterwegs und ja, freuen uns jetzt auf eine schöne Tour.
Wir haben ja durch den großen Zufluss der Sponsoren, die sehen, dass hier etwas geschieht, dass hier das Ganze wieder in eine neue Geschichte aufbricht, dass wir transparent sind, dass wir versuchen, alle mitzunehmen. Natürlich, wie gesagt, nicht nur immer nur Gelder zu nehmen, sondern auch guckt, was kann man dem Sponsor zurückgeben, welche Möglichkeiten gibt es, einer gemeinsamen Geschichte zu gestalten. Also ich sehe uns da schon ganz gut aufgestellt. Ich dachte jetzt durch einen neuen Vorstand, den wir haben und so, das hat wieder vieles zum Leben erweckt. War auch bei mir. Ich habe ein paar Jahre wirklich emotionslos bin ich an die Sachen rangegangen. Und ja, mittlerweile habe ich wieder sehr viel Spaß dran. Als kleiner Junge ins Stadion gegangen, erstmal Sitzplatz damals und dann damals mit Freunden zusammen im K-Block, im Kurt-Block, ne, im alten Würseler Wall auch. Also Herzensangelegenheit. Ich kann nur sagen, es macht Spaß, Kopf mit dabei, es geht aufwärts. Der Markus Kentner hat jetzt auch gesagt, hat er nochmal 4 Karten dazu geben, das ist der Dauerkarte. Total krass. Ich bin seit dieses Jahr Sponsor der Alemannia. Wir sind zu Alemannia jetzt als Sponsor gekommen, weil wir denken, das, was jetzt von der Geschäftsführung bei Alemannia gemacht wird, Zukunft hat oder dass es auch wieder vorwärts geht. Schmeckt der Tee so bei 16 Grad? Ja, es ist in Ordnung, sage ich ehrlich. Ist hier gut. Ligaduell zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Köln. Die Alemannia in den schwarzen Trikots. Start. Nicht mal 12 Sekunden mit der ersten Möglichkeit. Der ist am Etra Mai. Serdic, Patrillo. Und das ist das 1-0 für die Fortuna. Der erste Torschuss der Südstädter direkt drin. Dustin Wims. Und die Frage ist ja eigentlich, wer denn auch sonst? Es trifft ja eigentlich nur Lokot, Schmacke oder der Wims bei der Fortuna. Die Erwartungshaltung bei Aachen ist immer groß, gerade bei den Vereinen. Und es ist oftmals so, dass sie die Mannschaft sein werden, die mehr Ballbesitz hat. Und dann musst du halt auch wissen, was du mit dem Ball anfangen kannst. So, und wer auch weiß, was er mit dem Ball anfangen kann, ist Sascha Marquet. Mause. Oh, spielt einen Doppelpass mit Langer. Und jetzt muss irgendwas an Besetzung im Zentrum kommen. Ramay rutscht rein, aber da fehlt dann vielleicht genau der Mause, der da ja vom Elferpunkt aus reinrutscht. So, Heinze, Schmidt und Hemke kommen rein für die Alemannia. Das hat was da mit defensiver Stabilität zum Teil zu tun. Fahne ist oben, kein Tor. Hemke. Felix Heim. Hui! Möglichkeiten im Zentrum da waren. So, Marquet, Marquet! Er hätte gegen seinen Ex-Club sicherlich gerne gespielt, Marquet!
jetzt wäre ein guter Moment, um mal ein bisschen Gefahr aus den Ecken rauszubekommen. Die erste Reingabe schon mal nicht und die zweite hat dafür dann ein bisschen mehr Spannungspotenzial. Hält. Freddy Baum. Sie finden keine Lösung, da hinten durchzukommen. Das war's. Die Fortuna holt 3 Punkte im Traditionsduell gegen Alemannia Aachen. Gut, Männer, ich möchte heute mal nach dem Spiel nicht so viel sagen. Ich sag ja meistens, gehen wir schon ein bisschen tiefer rein. Ich glaube, wir müssen das alle heute erstmal sacken lassen. Ich glaube, dass wir völlig verdient heute verloren haben gegen Fortuna Köln. Eine Nacht drüber schlafen und dann werden wir morgen über das Spiel in Ruhe und über die Gesamtsituation sprechen, weil ich glaube, jetzt gerade sind alle total platt und dann müssen wir morgen, wie gesagt, in alter Frische darüber sprechen. Ja, ich möchte das einfach heute mal so stehen lassen, okay? Gut. Ja, Fortuna Köln war schon so ein schwieriger Moment auch nach dem Spiel. Ich meine, wir haben wieder ein Topspiel verloren, wieder hatten wir das Gefühl, dass wir ja, chancenlos waren an dem Tag, dass wir unterlegen waren in allen Bereichen. Und da war ich erstmal ein bisschen sprachlos und habe dann auch gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viele Worte verlieren, weil das sind dann Worte, die man vielleicht im Nachgang auch bereut. Und deshalb habe ich das kurz und knackig dann mal so stehen gelassen. Und dann sind wir in der neuen Woche wieder etwas tiefer in die Analyse reingegangen. Ja, immer mit links anfangen. Ja, links anfangen, weil dieser linke Fuß Gefühle Tunnel. Diese Saison habe ich schon so locker 100, 110 Tunnel gegeben. Also jeder einzige. Wer hat noch nicht bekommen? Der da hinten hat schon bekommen. Wer hat noch nicht bekommen? Ja. Fast alle. Das ist Wahnsinn. Nächste Bahn, Hopsalauf, beide Arme vorwärts, zurück, Hopsalauf, Arme rückwärts. Und da auch Schwerpunkt Fuß, linkes Bein oder bei dir rechtes Bein, weil wir 3 haben, dass ihr das schwache Bein einmal mehr macht, ja? Weil wir nur 3 haben. Ich habe jetzt auch rausgerechnet, was wir heute an Belastung brauchen. Also wir haben insgesamt so bei den meisten Spielern, dass wir zwischen 7 bis 8 Kilometer brauchen. Mhm. Nicht ganz so viele intensive Meter, weil wir das ja morgen in den großen Formen machen wollen. Und jetzt müssen wir gucken, wie viel wir heute Morgen trainiert haben, damit wir das dann für gleich auch steuern können. Als erster Punkt ist immer wichtig, wie ist die Woche aufgebaut? Das heißt, wie viele Tage haben wir eigentlich bis zum nächsten Spiel? Ist es eine kurze Woche? Ist es eine normale Woche? Ist es eine lange Woche? Dann schauen wir, welche taktischen Inhalte wollen wir dementsprechend in die Woche packen. Dann überlegen wir uns, welche konditionellen Aspekte müssen wir am jeweiligen Tag bearbeiten. Und dann wird so eins zum anderen gebracht. Wie gesagt, wir sind im Staff eigentlich im ständigen Austausch. Das heißt, jeden Tag planen wir aufs Neue. Das heißt, wir überlegen, welche Spieler sind verfügbar. Welchen Trainingsschwerpunkt haben wir, welchen konditionellen Schwerpunkt haben wir und dann schauen wir, dass wir das in vernünftige Übungsformen oder Spielformen dann dementsprechend eingebettet bekommen. Ja, 6 Stunden. 6 Stunden. Ja, hier aber auch ganz schlechte Schlafqualität. Muskulär war eigentlich bei den meisten gut. Ich würde positionsspezifisch, können wir auch wieder aufteilen, dass wir die Innenverteidiger nehmen. So, dann haben wir all den packen wir zu Dario, Franco zu Damma, Willi bei Heinze. Jetzt, zack, wenn er hier aufdreht, linker Fuß, Patsch und Mühe geht hoch, ja, werden wir hier im 2 gegen 1 gegen den Außenverteidiger gefährlich. Nur was wir halt jetzt gucken müssen und was wir wieder nicht gemacht haben, wir haben die Position von 9 nicht nachbesetzt. Das haben wir nämlich auch oft nicht gemacht, wenn Mause halt kam, dass wir nicht nachbesetzt haben. Breit. Breit, breiter, also zumindest deutlich breiter angelegt. Dann haben wir Intensität, weil wir vorher halt Larifari in Anführungsstrichen machen. Dann werden wir überspielen. Und das ist, was ich meinte, dann musst du 30, 40 Meter. Guckt euch mal die Szene nur über Intensität an. Dann wird es für die beiden Sechser schwierig, unsere Sechser zuzumachen.
und zugleich diesen Halbraum zu kontrollieren. Gut, Männer, möchte ich auch damit stehen lassen. Wir wollen jetzt gucken, wenn wir draußen ins Training gehen, dass wir heute ein relativ freies Training auch, wir machen ein bisschen Aufwärmen, ganz normal Positionsspiel, 7 gegen 7 Turnier. So, dann hätten wir im Endeffekt, würden wir ein 7 gegen 7 plus 7 spielen. Dann würden wir nehmen wir die 7 Spieler 3 mal 4 Meter. Das heißt, wir wären im Endeffekt bei einem Feld 21 mal 28. Wir spielen 7 gegen 7 plus 7 Anspieler. Die Anspieler bitte auch so spielen, als ob das euer Team ist. Ja, jetzt nicht nur, weil es Turnier ist, ich spiele den Ball irgendwie extra weg. Wenn ich merke, das wird 2-3 Mal gemacht, direkt letzter. Ne? Okay, Lauri, läuft, oh, komm! Tommy, nicht so viel! Tommy! Tommy, Mann! Mach den Schritt, ich denke mal vorne, Alter! Ja! 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 Ich bin der Robert Oschmann, Aachen geboren, 1958. Und seit meinem 6. Lebensjahr komme ich zum Tivoli. Komm, komm, unterstützen! Zieh ab, zieh ab! Oh, direkt schießen! Richtig, Pep, gut! Mein Herzensverein. Ja. Fast immer bin ich hier. Also ohne Alemannia ja nichts. Sag ich mal so. Wenn Sie bei mir zu Hause in die Diele reinkommen, also meine Frau ist genauso Fan, ist auch bekannt in Facebook, ist Top-Fan in Facebook, genauso wie ich. Ja. Wenn Sie bei uns in die Diele kommen, da sehen Sie nur eine Türe, da ist ein Überhang, da liegen nur die Schale drin, Mützen, Kappen, was gibt's noch? Alemannia-Socken. Dann an der Garderobe hängen 3 verschiedene Jacken, Winterjacken. Okay, Ende! Gute Einheit heute. Ja, Jungs haben gut gearbeitet. Hat Spaß gemacht. Hey, wie viel Tunnel hast du bekommen? 1, 2, 3. Zu viel, kann ich mehr zählen. Ultra-Tunnel. Felix, komm. Ja, die Zusammenarbeit mit dem Therapiezentrum ist überragend auf allen Ebenen. Also da kann man nur Danke sagen für diese tatkräftige Unterstützung auf allen Ebenen. Ich glaube, dass der Austausch sehr, sehr gut ist, aber vor allem auch die Qualität. Und das ist für uns entscheidend, die uns hilft, wie gesagt, in allen Maßnahmen, ob das physiotherapeutisch ist oder ob das athletisch ist, ob das im Reha-Bereich ist, dass wir einfach davon profitieren. Und wir freuen uns dann auch in Zukunft, wie gesagt, eng mit dem Therapiezentrum zusammenzuarbeiten, um eben unsere Spieler besser zu machen, fitter zu machen, vielleicht dann auch dementsprechend zu schauen, dass sie wieder, ja, dass sie wieder ganz bei Kräften sind und wieder mitwirken können. Und dementsprechend sind wir froh, so starke Partner auch an unserer Seite zu haben. Wir haben ja in der Saison jetzt 2 Hauptsponsoren. Da bin ich auch sehr glücklich. Ich weiß gar nicht, ob das so generell überall üblich ist. Wir haben die Familie Kutsch, die uns wahnsinnig gut unterstützt und wir auch sehr dankbar dafür sind. Wir haben zusätzlich auch als Hauptsponsor das Therapiezentrum, mit denen wir sowieso auch sehr, sehr viel im Austausch sind. Also das heißt, auch da versuchen wir, sehr transparent zu sein, immer wieder den Austausch zu suchen, immer zu erzählen, welchen Weg gehen wir. Also wir haben heute Krafttests durchgeführt. Dabei haben wir im Squat-Rack gearbeitet, mit so viel Gewicht, wie die Jungs einmal stemmen können. Und dann gab es noch einen Test zum Weitsprung. So können wir jetzt anhand der Ergebnisse auf sie individuell abgestimmte Trainingspläne für die Sommerpause machen.
Es ist nicht nur die Sponsorenwelt, das ist die Politik, die man mitnimmt. Es sind die Menschen generell in Aachen, die man gerne mitnehmen möchte. Und das alles zusammen ergibt nachher, glaube ich, eine sehr positive Geschichte, wo wir dann auch wieder eine gute Zukunft haben können. Dieses positive Interesse, glaube ich, das hat man erarbeitet im Club, ne, alle zusammen. Das sind nicht die Gremien alleine, sondern das sind die Leute in der Geschäftsstelle, das sind die Leute im Marketing, das sind die Leute auf dem Platz. Ja, die haben alle gemeinsam dazu beigetragen, dass Alemannia Aachen jetzt wieder inzwischen einen sehr positiven Namen hat. Der Name Alemannia Aachen ist überregional sowieso der Wahnsinn, wieder aufgenommen wird von Menschen. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Ja, und genau in diese Richtung entwickelt sich das gerade auch wieder in Aachen, glücklicherweise. Wir sind heute hier auf dem Oescher Band und haben die Möglichkeit, die Fans zu treffen. Hautnah und live dürfen die Jungs hier ihre Autogramme geben. Und man sieht hier ziemlich viel, was los ist, dass wir doch noch sehr viel Begeisterung in der Region wecken können. Das finde ich super cool. Ich wollte schon immer mal, ich will auch bald mal bei der Alemannia spielen. Und ich will sie auch noch in die Bundesliga noch mal bringen. Das finde ich super toll. Eine sehr, sehr schöne Aktion, dass wir hier heute auf dem Band sein dürfen. Ich glaube, einige Fans, die hier vorbeigekommen sind, ich glaube, das kann man öfters machen, damit man auch die Spieler mal außerhalb des Platzes sieht. Also eine sehr, sehr gelungene Aktion. Ich bin überrascht, ehrlicherweise, weil ich hätte gedacht, dass viele kommen, aber so viele nicht. Wie gesagt, meine Autogrammkarten sind alle leer, aber macht viel Spaß, hier viele Fans mit Alemannia Herz zu sehen. Ja, wir gehen jetzt hinten zum, weil heute ist Spieltag. Wir packen gleich ein. Ist meine Freundin auch da, die packt das ein. Und dann mit dem Material, wir gehen rüber in die Kabine. Dann hängen wir die ganze Trikots, so hängen wir unsere ganze Unterzieher und so Sachen, was die Sachen alles im Spiel gehört. Ich bin Mohamed Hadidi. Ich bin schon seit 2005, 2006 bei den Verein. Der wird gleich Trikots drauf gemacht und dann wird im Kiste hinten eingepackt. Wir bringen die Sachen wieder hier rüber. So, dann hängen wir jeder Spieler seine Trikots, seine Sachen auf der Platz, wo er sitzt. Noch dazu kriegt er von uns eine Wasserflasche mit Getränke noch. Jeder Spieler bei dieser Wasserflasche ist seine Nummer drauf und dann Getränke genauso. Da werden wir überall hier verteilt. Ja, da kriegen halt diese Sachen, was dem Spiel immer anziehen. Stutzen, Unterzieher und Radler und Socken. Und den Schwimmhandschuhner hier auch. Ich habe euch doch noch gar nicht gesehen. Wir können ja so mal, Mo, du sitzt da heute. Mo sitzt da, Mo sitzt da, ich sitze hier und Mo macht heute mal. Ne? Also Alemannia Aachen, der ist für mich fast alles. Ich bin auch damals, wo habe ich hier angefangen, da war noch Jugendberger, da war schon Trainer. So, dann ist er weg, da war schon Hacking da. Und da sind wir auch damals mit dem Hacking aufgestiegen in erste Liga. Da war schon Highlight damals mit dem Aufstieg und ganze Stimmung und alles. Aber wirklich so, also da vergesse ich nie. Ja, also den Verein, der liegt ja schon in meinem Herzen. Und ich kann auch nicht anders. Also ich bin fast auch mehr hier, wenn ich zu Hause. Hey! Wie geht's?
Jule! Jule! Aber wie du sagst, es ist so laut wie lange nicht mehr, ne? Wir dürfen nicht überdrehen, auch allgemein wieder. Oh! Wenn wir kompakt sind, dann können wir den Willi in der letzten Reihe halten, dann passt das gut. Aber wenn wir draufgehen, kriegen wir keinen Zugriff. Aber der behauptet sich immer, ne? Immer. Bulli behauptet sich immer. Aber dann muss der andere Außenverteidiger natürlich ein bisschen reinkommen. Ich glaube, Helge hat einen Spielstil etablieren wollen und in vielen Teilen auch etablieren können, der total dem entspricht, wie der Tivoli ist, wie die Alemannia-Fans ticken, wirklich aggressiv von der ersten Minute an draufzugehen. Und ich hoffe, dass wir das dann auch in der neuen Saison sehen. Jetzt! Packen! Packen! Ja! Jetzt sind wir da! Mann, ey. Ich verstehe aber auch jetzt. Er guckt. Er bietet gar nichts an. Und dann hat Uli ein, zwei Mal die Möglichkeit. Ich glaube, er hat gewartet. Dann kann er auch schießen. Ja? So. Also ich glaube nicht, dass der wird nicht da liegen, wenn er nicht getroffen wird. Er hat den schon gefangen. Was machen wir? Aber was machen wir? Hey! Okay, gut, Männer. Gut, Männer. Ich muss sagen, dass wir das Fazit aus dieser Saison ziehen können, dass wir insgesamt wieder ein ruhiges Fahrwasser geschaffen haben, wo man drauf aufbauen kann. Man hätte vielleicht einen Tick besser noch abschneiden können. Ich glaube, das hätte sich die Mannschaft auch gönnen dürfen. Denn derzeit ist die Platzierung, die wir jetzt dann haben, spiegelt nicht ganz wider, was die Mannschaft noch hätte tun können. Ich glaube, da steckte mehr drin, aber letztendlich war es trotzdem eine ruhige Saison. Und ich bin da auch sehr zufrieden, dass wir erstmal in diese Ruhe wieder reinkamen. Und somit dann auch die Planung für die kommende Saison frühzeitig auch starten konnten. Das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man so viele Jobs wie ich jetzt hier hat, das dann ordentlich unterzubringen. Mein Minister ist Peter Hackenberg, wir an dieser Stelle. Danke sehr. Danke nochmal für die Gelegenheit. Ja. Es ist immer sehr schade, wenn Menschen oder Identifikationsfiguren nicht bleiben, sondern sich für andere Sachen entscheiden oder man einfach sagt, das ist nicht mehr weiter der gemeinsame Weg. Ich glaube, es war ein sensationeller Abschluss dann nochmal, auch für die Spieler, die verabschiedet wurden. Es waren ja teilweise Leute dabei, die auch wirklich länger und sehr mit dem Herzen auch am Verein gehangen haben, länger hier gespielt haben. Und für die war das ein toller Rahmen, glaube ich. Wenn Spieler verabschiedet werden, ist das immer ein Moment, in dem man ein bisschen sentimental wird oder sich an Dinge erinnert, die man zusammen erlebt hat. Aber man gewöhnt sich, das muss man leider sagen, im Laufe der Jahre daran, dass Spieler kommen und gehen. Aber in diesem Jahr war es doch noch mal besonders. Leute wie Marco Müller oder auch Alex Heinze, Sebastian Schmidt gehen zu sehen, hat noch mal eine andere Qualität und ist schon nicht immer, ist kein fröhlicher Moment. Egal, warum jemand weggeht vom Tivoli, es bleibt ein Alemanne, es bleibt ein Teil von der Geschichte, die wir die letzten anderthalb Jahre hier erlebt haben, vom Nichtabstieg, von einer wirklich guten Saison dieses Jahr. Und da gehört es zu, dass wir Dankeschön sagen. Ja.
Aber du siehst die Kleinigkeiten, auf die geachtet wird. Theorie zu kommen. Es war so. Also nicht so aufgefallen, dass du zusammen mit diesen Klamotten anhast. Ne? Ja, das heißt, da waren schon. Ja, guck mal, ob das Wetter hinten wieder wohnt und sonst was. Ich bin eigentlich froh, dass nicht mit der gelben Brille rumläuft. Boah, ich trinke einen Alkohol. Ich noch Bier auftauchen. Meinst du, ja? Du sollst mich, wenn ich Bier aufmache, nicht aufnehmen. Okay, zwei Spiele gemacht, ne? Sagen wir mal, Mitte der Saison, wo ich auch fragen würde, ich aber der Jon ist klar quasi, also mal eins bewiesen. Ja, ich hab Vorsicht. Ja, wir sind auf dem Weg zum letzten Auswärtsspiel bei Karl in Bonn. Wir sind traditionell mit den Stolberger Tivoli-Jungen unterwegs und schauen mal, was das so gibt. Sascha Eller ist ja traditionell ein bisschen aufgedreht. Ja, bin die Ruhe in Person, das weißt du. Nein, ist immer schön. Ich glaube, das Wichtige sind aber die Jungs hier, die schön feiern. Die machen das 17 Mal im Jahr. Haben auch sonst nicht viel. Schneid das raus. Nein, ist schön. Wenn du das einmal die Saison auf jeden Fall mal hinbekommst, mit dabei zu sein, dann nimmst du das nochmal alles auf. Und wir versuchen eigentlich immer die letzte Auswärtsfahrt mitzunehmen. Das ist schon geil. Ja, da bist du falsch. Guck mich nicht so an. Heute freue ich mich sehr, weil wir mit einer geilen Truppe wieder unterwegs sind. Das Spiel selbst ist eine Selbstverständlichkeit, da zu sein, weil wir halt überall und egal bei welchem Tabellenstand da sind. Ich freue mich auch drauf, denn halt diese Saison abzuschließen, aber direkt mit einer gehörigen Vorfreude auch schon auf die nächste. Sascha Eller, keiner ist so schön wie Sascha Eller. Sascha, was sagst du dazu, dass du ein eigenes Lied hast? Ja, ist schon geil, oder? Sowas zu schaffen, kriegt man nicht immer so einfach hin. Aber das sind ja die Verrückten hier, die es gemacht haben. Ich danke euch von Herzen. Und ich bin noch da. Ich gehe auf dich zu. Das Spiel ist im Prinzip uninteressant. Es geht eigentlich heute darum, um die Abschlusstour mit den ganzen Jungs zusammen. Wir wollen heute nochmal richtig Gas geben für die Alemannia und freuen uns auf nächste Saison, weil nächste Saison geht's richtig ab. Deutscher Meister AC. No one likes us. No one likes us. No one likes us. We don't care. Total intensiv für uns, für euch. Das wissen wir, wir haben oft darüber gesprochen. Es war eine sehr kräftezehrende Saison. Jetzt gehen die Wege auseinander. Ich wünsche wirklich, und das meine ich so von Herzen, allen Spielern, allen anderen alles Gute, dass ihr maximalen Erfolg habt, dass das, was ihr euch vorgenommen habt, auch fürs nächste Jahr oder für eure nächste Station, dass sich das erfüllt.
Und sicherlich wird sich der ein oder andere Weg, wie es im Fußball oft so ist, einfach nochmal kreuzen. Und ja, für die Zukunft alles Gute, Männer. Danke euch. So war es immer schon. So wird es auch. Mein großer Traum, was ich mit der Alemannia erreichen möchte, das war im ersten Telefonat, was ich damals mit Ralf Hochschärf, den ich nicht kannte, geführt habe, wo ich zu ihm gesagt habe, Ralf, ich mache da nur mit, wenn wir Erfolg haben wollen. Und für mich ist Erfolg immer, wir möchten einmal auf der Rathaustreppe stehen. Wir sind Alemannia Aachen, wir alle hier sind Alemannia Aachen. Ihr wart oder seid Alemannia Aachen. Ihr habt euren Teil dazu beigetragen. Dafür erstmal danke an jeden Einzelnen von euch. Danke für die geile Hilfe. Ich glaube, wir haben seit langem mal wieder eine Mischung, sei es Kader, sei es durchaus auch Sponsoren, Fans, aber auch in den Gremien. Die Mischung, die kann dazu führen, dass wir die Chance haben, wirklich oben anzugreifen, weil da muss vieles passen. Und mit was Glück, dass keiner absteigt, dass wir wirklich oben dabei sein können. Ja, doch, ich glaube dran. Alemannia, hurra! Wir sind wieder da. You never walk allein. Ich stehe durch you. Einfach aus dieser Liga zurück in den, in Anführungszeichen, echten Profifußball zu kommen, also aufzusteigen in die dritte Liga. Alle zusammen! Alle zusammen! Alle für Aachen! Alle für Aachen! Ich gucke auf die Tabelle, die ist jetzt, oder auf die Mannschaften, die bei uns in der Liga spielen, und meine das überhaupt nicht böse, aber da gehört Alemannia Aachen überhaupt nicht rein. Wir sehen die Zuschauertabelle, wir sehen das, was hier im Umfeld möglich ist. Wir sehen dieses Stadion, ja, wir sehen alles von A bis Z. Und Alemannia Aachen gehört für mich nicht in die vierte Liga. Und da muss es der Anspruch sein und dann muss es der Traum sein eines jeden hier, dass wir eine Liga höher spielen möchten. Und genau das ist von mir so definiert worden und genau das ist auch mein persönliches Ziel. Und ich werde, glaube ich, jeden so lange nerven und quälen, bis das soweit ist. Also es wäre schon, weil ich der Meinung bin, dass Aachen eine Zweitligastadt ist, darf ich so sagen, auch wenn wir in der ersten Liga gespielt haben. Aber so von allem drumherum würde ich uns in der zweiten Liga ansiedeln. Und wenn das klappen würde jetzt in den nächsten Jahren, das wäre schon ein Traum. Vor allen Dingen, weil es viele Unker gibt, die jetzt schon wissen, dass die Alemannia nie mehr aufsteigt. Und da wäre ich der frohen Hoffnung, dass man das dann auch widerlegen kann mit tollem Tivoli-Fußball. Und die Leute, die hier ins Stadion kommen, ebenso begeistert darüber sind wie ich. Ich wünsche von Herzen irgendwie auch aufsteigen in der dritten Liga, weil nämlich wirklich eine so riesengroße Verein wie die Alemannia Aachen und ein riesengroßes Stadion und nicht so viel Fans dahinter. Also ich hoffe, ich steige mal auf. Ich hoffe. Wir werden auch nicht mal 100% arbeiten, wir werden sogar 120% arbeiten und nicht alles dafür tun und nur aufsteigen. Natürlich, wir sehen uns alle, glaube ich, danach, nach dem Aufstieg. Und ich hoffe, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen. Mit etwas Glück auch, was man eh braucht und dass wir dann das packen können. Ja, mein Traum ist es, mit diesem Verein hochzugehen. Ich habe mir damals schon gewünscht, dass sie das irgendwie wieder schaffen. Da war ich 13 oder 14. Da als 13-Jähriger denkt man nicht für die erste Mannschaft, dass sie wieder hochgehen. Aber ich habe den Abstieg damals noch miterlebt. Das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön und vor allem diese Stadt und ja, der Verein Alemannia Aachen hat es einfach verdient, mindestens in der dritten Liga zu spielen. Ich sag mal, wenn du hart am Arbeiten bist, wirst du das merken, dass der Erfolg auch dazukommt. Wir müssen jederzeit darauf achten, dass wir halt auch die kleinsten Fehler ausmerzen, frühzeitig und uns immer wieder hinterfragen, was kann man noch verbessern, noch verändern, damit wir den Aufstieg realisieren können, weil ich glaube, das wäre für mich ist es das Schönste überhaupt, wenn man der Stadt, wie gesagt, durch einen Aufstieg etwas zurückgeben kann. Ja, wir wünschen dem Verein nur das Beste für die Zukunft. Wir werden uns mit Sicherheit auch nochmal sehen. Und ja, bleibt so wie ihr seid, alle Samen und Aachen. Alemannia.
machst du denn? Ja, weiß ich nicht. Kannst du vielleicht mir mal helfen? Ich weiß nicht, warum es nicht droht. Komm, Pep, zeig dich. Zeig dich. Ah, jetzt hab ich's. Hey. Hä? Und jetzt gehst du auf Drucken? Klasse. Was ist denn jetzt? Druckbereich oder was war das? Genau. Druckbereich festlegen? Nein. Wir sind Champions League, in der Regionalliga sind wir. Champions League. So, Auswahl drucken, jetzt hab ich's. Kann ich raus? Moment. Gut.